Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier zum Sonntag. Ja, es ist wieder mal soweit. Sonntag. Okay, ja, ich werde das heute mal in der Folge ein bisschen anders machen. Ich werde die Sequenzen, die ich mit euch durchgehe, werde ich zusammenschneiden, sodass wir nicht die ganzen Wege dazwischen haben. Das heißt, wir werden heute super effektiv sein. Ich hoffe, dass das dann so alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir schauen erstmal auf die ganzen Bildschirme. Wir haben 75% zu den Amphibien. Es sind mittlerweile, ich bin mal eine Runde über die Karte geflogen, habe alle möglichen Container, Schränke und sonstiges eingestellt, dass sie liefern. Warte mal, ich glaube, ich habe die Musik ein bisschen zu laut. Ich habe gedacht, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir es ein bisschen lauter machen, aber ich glaube, es ist momentan gerade ein bisschen zu laut. Weiß ich nicht. Können wir ja mal Feedback geben. Und ich habe das alles eingestellt, bin da über die Karte gewandert und ihr seht doch, wir haben gute 70, 80 Milliarden Terraform-Index mehr auf der Uhr. Pi mal Daumen. Wir haben also rund 350 Milliarden und Sauerstoff schießt nach oben, die Biomasse schießt nach oben. Und das Ganze sieht so aus, durch unsere Insekten unter anderem, als auch natürlich unsere Pflanzen, die kommen auch gut voran. Tiere müssen wir mal gucken, das wird sich demnächst dann geben und dann fliegt das so alles mehr oder weniger uns davon. 10.500 Kilowatt haben wir noch über. Das ist eine ganz feine Sache. Und ja, das ist es erstmal. Ne? Unseren Schmetterling geht es auch ganz gut hier hinten. Da können wir auch nochmal gucken. Die flattern also hier hin und her und bringen uns wirklich eine ganze Menge. Oh, Rucksack T6. Das ist natürlich was, was wir, glaube ich, gleich in Angriff nehmen. Denn darauf haben wir schon sehr lange gewartet. Müssen wir mal gucken, wo wir den herkriegen. Das machen wir noch. Ich glaube, den kriegen wir an dem anderen, ne? Ja, den kriegen wir an dem anderen. Habe ich eigentlich den Vierer? Ja, ich glaube, das müsste der aktuellste sein, ne? So, hier, T6. Oh, was brauchen wir denn da? Na, das ist ja schick. Blau, lila, Obsidian und eine Festplatte. Na, mal gucken, ob schon Festplatten hier angekommen sind. Nö, das ist natürlich blöd. Obsidian, blau, lila, hat man gesagt. Den alten Rucksack und eine Festplatte. Ja, Festplatten habe ich jetzt nicht geholt. Oh, jetzt bewegen sie sich auf einmal wieder. Die waren nämlich hier im Schlafmodus irgendwie verfallen, weil die nichts zu tun hatten. Wartet mal. Achso. Achso, ich habe gedacht, hier liegt ein Triebwerk, aber egal, es ist ja ein Triebwerk, aber nicht so, wie ich das jetzt in Verbindung gebracht habe. Ja, allgemein ist hier relativ wenig los, ne? Obwohl ich so viel eingestellt habe. Könnte daran liegen. Ja, die haben hier gerade was geholt. Also wie gesagt, ich bin über die Karte. Ich habe alle möglichen Vorratsbunker jetzt eingestellt überall. Ich glaube, im Grand Canyon habe ich... Ich weiß gar nicht, was wir da im Vorkommen hatten. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Das ist alles erledigt. Wir hatten ja das letzte Mal beim Obsidian, glaube ich, einen zweiten gesetzt, ne? Oder? Auf alle Fälle würde ich das gerne nochmal nachholen, für den Moment zumindest. Einen habe ich noch dabei und ich könnte hier nochmal einen davon reinsetzen. Die habe ich gerade weggeräumt. Das ist natürlich prickelnd, aber das machen wir trotzdem nochmal. Nochmal eine Biene setzen hier. Ungewöhnlich, Mutagen und das andere. Das machen wir nochmal. Dann kann das nämlich in Ruhe dort brodeln und wir kommen irgendwann ein bisschen schneller zum Honig. Mutagen, das Blaue. Und wo habe ich die Larven getan? Wo habe ich denn das Wasser? Wartet mal. Bevor das Leben schwindet. Larven, wo habe ich denn hingetan? Die müssten irgendwo vorne sein, ne? Da ist er. Aber vielleicht haben wir die schon drin? Nee. So, das sollte es sein. Dann drücken wir mal drauf. Und dann wird es irgendwie passieren. Gut. Die Verbesserung. Und da brauchte ich jetzt was noch? Wir prüfen. Wir prüfen ein Elektroteil, dass die, keine Ahnung, warum die keins bringen. Es ist in den Schränken so viel vorrätig. Übrigens, es sind jetzt jede Menge Sachen wieder reingekommen. Zum Beispiel hier das Beet ist reingekommen. Wir haben den Sammler des Wasserlebens jetzt. Wir haben das Portal. Weiß ich nicht, ob das schon in der letzten Folge mit reinkam, ob wir das gesehen haben. Wir haben den Nahrungszüchter Stufe 2 könnten wir auch mal bauen. Das müssen wir auch machen. Und ja, weiß ich jetzt gar nicht. Na, ihr seht es ja selber. Ja, also. Ah, nee, das war es nicht. Ich habe gedacht, der zweite ist reingekommen. Ist er aber nicht. Gut, okay. Kleinen Moment. Okay, gut, haben wir. Also, ich habe. Ich sollte. Aber ich habe es nicht.
Ja, wie gesagt, ihr seht, ich habe ein paar Sicherungen mitgebracht. Die müssen wir halt auch mal mitverwerten irgendwie. Ja. Keine Elektronik hier. Das ist ja der Hammer. Aber das ist jetzt ein bisschen dumm, ne? Sind wir ehrlich, das ist jetzt ein bisschen dumm. Aber okay, gut. Dann werden wir mal schauen. Wir haben unten ja den Honig. Jetzt setzen wir den mal als erstes. So, dann haben wir den schon mal und den stelle ich natürlich auch ein, dass der abgeholt wird. So, wir haben hier oben einen Schrank, der das erledigt. Passt. Gut. Als nächstes würde ich mal. Was brauchen wir denn als nächstes? Ich würde gerne nochmal beim Aluminium schauen. So, da sind wir. Und da haben wir eingestellt, Angebot passt. Okay, als nächstes werden wir mal das hier vollenden, dass das dann auch seinen Gang geht. So. Wunderbar. Damit ist das erledigt. Und wir können. Oh. Ja, die fliegen jetzt auch hier draußen rum, ne? Das ist auch nicht schlecht. So, warte mal, ich suche noch eins. Ein Kobalt. Haben wir eins hier rumliegen? Ja, dann können wir nämlich das jetzt hier endgültig vollenden, das gute Stück. Und es passt. Ja? Okay, das haben wir. Sehr gut. Wunderbar. So, in Anbetracht, dass wir ja trotzdem Osmium brauchen für die Osmiumstäbe, müssen wir natürlich auch hier ein bisschen vorsorgen. Und das heißt natürlich auch hier eine Produktion am Laufen haben. Das machen wir so und dann stellen wir das ein. Angebot Osmium läuft. Hier sind wir mittlerweile voll, aber das macht nichts. Das werden wir alles mehr oder weniger verbrauchen. So, habe ich nochmal von der Landeplattform hier drüben, von unserem Launchpad, nochmal Elektronik geholt. Und die werden wir jetzt versuchen umzuwandeln. Ja. Und dann läuft das. Und dann stellen wir uns natürlich noch Drohnen her, ganz klar. So, dann habe ich mal die Produktion von Pulsarquarzen angeworfen und es hat schon etliches produziert und zwar finden wir das hier. Wunderbar, sehr schön. So, dann habe ich ein paar Kernfusionszellen hergestellt. Wunderbare Sache. Ja, und die Drohnen sind fleißig. Ich habe unterdessen noch ein paar hergestellt. Mittlerweile sind sie auch wieder unterwegs und holen mir jetzt Elektronikteile von überall von der Karte, wo wir es halt in den Schränken oder sonstigen Vorratssachen haben. Und natürlich auch andere Ressourcen, die wir dringend brauchen. So, die ziehe ich mal ein. Ich tue die mal umlagern. Und ich brauche jetzt, das haben wir alles. Ich würde jetzt den Drohnen noch einen neuen Parkplatz bauen, dass sie sich ein bisschen da auch. Na, fallen wir mal hier runter. Jetzt. Dass wir hier ein bisschen sich auch parken können, wenn es von Bedarf ist. Wir gucken mal. So vielleicht. Eigentlich sieht es ja so mehr nach dem aus, ne? Naja. Vielleicht passt das so. Gut, wir schauen mal rein. Okay, wir haben mittlerweile 40 Drohnen und ja, 32 sind in Benutzung. Das sollte doch funktionieren. Ja, das wird wieder ansteigen, die Nachfrage, sobald wir halt hier dementsprechend dann mehr Extraktoren, mehr Fabrikatoren etc. haben. Ja, ich werde in den nächsten Folgen dann natürlich hier erweitern. Ich werde drüben die andere Seite bauen, denn wie gesagt, das gefällt mir ja nicht. Ist ein bisschen unschön, aber lässt sich halt nicht ändern. Das werden wir einfach ein Stück verschieben. Irgendwie müssen wir mal gucken. Gut, dann als nächstes. Ja, wir haben ja neulich die Rakete fortgeschickt mit der Absicht, etwas zu kaufen. Und der müsste jetzt hier drin sein. Und da ist er auch. Den werden wir mal einlösen, damit wir an die besseren Schränke kommen, denn die werden wir jetzt so langsam dann benötigen. So, das kann ich mal hier rein tun. Und ich nehme mal noch zwei andere mit. Vielleicht ist in der Zwischenzeit was freigeschaltet worden, was wir benutzen können. Und ich würde es einfach mal machen. Da mal die Blaupause, das ist der Spind, den wir bestellt haben, den Schrank, ne? So, und dann gucken wir noch mal. Da ist leider noch nichts verfügbar weiter. Kein Problem. Dann schauen wir weiter. Die nächste Biene ist fertig und deswegen setzen wir jetzt den dritten. Und ich denke, für die Variante ist es erstmal genug. Denn wir können natürlich jetzt auch
uns unser schönes Honiggericht herstellen, wenn wir denn Bohnen haben. Und das ist jetzt wohl die nächste Aufgabe. Nur dazu brauchen wir eben Bienenlarven wieder mal. Da müssen wir wohl noch einen kleinen Moment warten, bis wir da die richtigen finden und es umwandeln können. Oder die Bienenwaben hier, der Bienenstock 2 kommt vorher. Das werden wir dann sehen, was eher eintrifft. Ja, die Drohnen weigern sich vehement, mir das zu liefern, was ich brauche. Also muss ich es mir selber holen. Ja, ja, so ist das. So, dann können wir das hier aber mal hier rüber tun, genau. Und, ach, das können wir hier lassen. Alles gut. Ja, dann würde ich hinten nochmal zu dem Fliegen, zu dem Frack hier, zu dem vierten prozeduralen Frack im Felsen. Da müssen wir auch noch ein bisschen was an Elektronik haben. Obwohl ich es auf Priorität gesetzt habe, machen sie irgendwie etwas anderes. Obwohl Drohnen frei sind und obwohl die Priorität oben ist. Naja, wer weiß, woran es liegt. Und da sind wir am nächsten Ort. Hier müsste jetzt noch was drin sein an Elektronik. Wir prüfen. Seht ihr, da haben wir noch was. Da kann ich die mal mitnehmen. Das nehme ich mal mit. Das. Das, das. Wir machen das mal so. Und das ist auch ein guter Samen, den nehmen wir mit. Jo, alles andere wird später dann zu uns gebracht werden. Ich fliege jetzt rüber zum Superlegierungsfeld im Standard das Aluminiumgebiet. Und dort nutze ich den Teleporter für den Rückweg. Ach ja, und übrigens die goldene Kiste, die hier in einem der Felsen drin ist, die habe ich auf dem Rundflug vor dieser Folge mit eingesammelt. Hat man ja schon mal reingeguckt, so weltbewegendes war da nicht drin. Aber die ist auf alle Fälle erstmal verschwunden. Und natürlich brauchen wir mehr Triebwerke für mehr Drohnen. Elektronik haben wir noch. Ja. Und Triebwerke sind jetzt vonnöten. Wunderbar. Und wenn das hier so drin ist, funktioniert das auch, dass die das dann hier rausnehmen, sich selber rausnehmen und dann auch das umwandeln. Also das ist auch kein Problem, das funktioniert. So, wir haben noch die Möglichkeit, einen Baum Samenstreuer zu pflanzen oder zu, ja, hinzustellen, sagen wir es mal eher so, nicht zu pflanzen. Das werden wir mal tun, weil ich habe noch einen Baum übrig und den tun wir noch mit rein, mit 125%. Der bringt uns jetzt 10.000 630 bei 125%. Wunderbare Sache. Sehr schön. Ja, wir müssen natürlich darauf achten, dass wir die Bäume effektiver dann gestalten und dass die da dementsprechend effektiver da uns versorgen. Also sprich hochwertige Bäume reinsetzen. Das müssen wir dann schauen. Genau. Gut, als nächstes. Ja, und da kommt das Mutagen 4 herein. Ja, wunderbar. Dann sind wir da fast komplett und die Amphibien haben wir auch. Und wie gesagt, ich würde jetzt gerne mal hier das vielleicht auf eine vernünftige Basis bringen. So, wunderbar. Dass wir das hier dementsprechend anpassen, den Raum auf eine Farbe. Und vielleicht machen wir den nächsten dann in der anderen. Ja? So, hier haben wir schon grün. Das Blau nehmen wir hier weg. Jawohl. Und das Lila ist vielleicht auch nicht so passend. Gut, dann können wir hier noch ein bisschen weitersetzen, das Ganze. Warte mal, ich muss mal unsere Dings vielleicht ausmachen. Die ist nämlich ein bisschen vielleicht zu hell. Wir können aber mal prüfen, was hat sie denn grün? Das ist natürlich wunderbar, wenn sie dabei bleibt. Sehr gut. Jupp. Sehr schön. Und dann bekommt der Raum natürlich auch ein ganz anderes Flair, ne? Genau. Gut. Dann haben wir hier den grünen. Und ja, hier ist ein bisschen heller, ne? Als da. Dann können wir vielleicht hier auch nochmal schauen. Vielleicht machen wir hier auch einfach dasselbe. Das macht es ein bisschen einfacher. Wunderbar.
Und da holen wir noch eins und dann sind wir hier durch. Wunderbare Sache. Ein Magnesium, ein Kobalt. Ja. Haben wir auch den Extraktor dafür, weil wir das ja in Zukunft für Glas etc. verschiedene andere Sachen auch brauchen. Und ich möchte natürlich auch hier drin Licht haben, dass wir dementsprechend dann auch genug sehen und dass es auch annehmlich ist. Auch wenn es dunkel ist, das sieht einfach besser aus. Ne? Hier zum Beispiel könnte man ein bisschen den Gelbton mit einfliegen lassen, ja, weil wir ja auch hier die gelben Schmetterlinge haben. Und da können wir dann auch nochmal schauen, dass wir da vielleicht noch eins hinten dranhängen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Da könnte man gleich nochmal schauen, ob das machbar ist. Das hätten wir auch da. Das werden wir gleich mal machen. Und dann haben wir in Zukunft für sehr gute Schmetterlinge dann auch den Grundstein gelegt, das dort zu platzieren. So, was brauchen wir noch? Jeweils einen Dünger. Und dann geht's los. Wunderbar. Und wenn wir das dann haben, können wir da weitermachen. So, und als erstes fangen wir, wie gesagt, mit den Bakterien an. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Fangen wir also mit der Umwandlung der Algen in ein entsprechendes Produkt für uns. Das heißt, ich brauche erstmal den Vorratsschrank, den wir ja jetzt neu haben. Wunderbare Sache. Ja, und da können wir auch mal das eingeben, was wir da haben. Algen. Okay, dann machen wir das so. Na, willst du es nicht? Der will nicht. Jetzt ja. Schwere Geburt gerade. Gut, dann haben wir natürlich eine Anfrage für Algen. Das ist hier. Jawohl. Und daneben kommt die Produktion für die Bakterien. So, wunderbar. Er kann das sogar produzieren aufgrund, weil die Dings im Bereich sind. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Ja. Das fügt man mal ein bisschen näher ein. Dass wir darauf nochmal sicher gehen. Wo ist er? Hier. Ja. So. Und wenn wir da noch was brauchen, können wir jederzeit uns daran bedienen. So. Wunderbar, jetzt muss ich es bloß wieder einstellen, dass wir ein Angebot an Wasser haben. Ne, das nicht. Angebot. Wasser. Falls wir es woanders brauchen, ja. Seht ihr, und damit haben wir schon den ersten Schritt zur Automatisierung geschafft. Wunderbar. Gut, dann bräuchten wir dann bloß noch hier den Abholbefehl, Angebot, und zwar Bakterien. Wunderbar. Und dann können die das auch abholen. Als nächstes. So, den hier oben stelle ich mal ein, dass wir ein Angebot haben, die Algen abzuholen. Wunderbare Sache, wird erledigt. Die sind also dabei, das unten jetzt zu füllen. Super Sache. So, jetzt brauchen wir als nächstes natürlich eine Produktion für die ganzen Mutagene und eventuell auch für das hier. Nur, da müssen wir schauen, dass kriegen wir aber hin. So, da würde ich gerne mal prüfen. Wir haben jetzt hier das und jetzt würde ich vielleicht sogar auf Bioplastik gehen. Das heißt, wir könnten Bioplastik, das könnten wir aber auch im Labor machen. Ne? Hm. Ich muss mal ganz kurz was prüfen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie es jetzt genau war. Ob die einen Abholbefehl haben? Ja, haben sie. Okay. Angebot haben wir das. Und das. Genau. Gut.
Ja, da müssen wir mal was trinken, glaube ich. Das reicht hier vorne nicht. Dann mal schnell hier hinter. So, haben wir auch. Okay, gut. Ich kann hier mal das einstellen, dass wir eine Nachfrage haben an den verschiedenen Früchten. Das, das und das. Genau, und ebenso dieses. Wir werden das mal so tun. Und da haben sie es auch schon geholt, ne, oder? Jo, haben sie. Cool. Haben wir denn hier eine Dings eingestellt? Und da scheint es wohl so zu sein, dass wir das gar nicht brauchen, ne? Ey, das ist ja genial. Aber das habt ihr ja auch gesagt, das musst du gar nicht einstellen, das machen die automatisch. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass sie es irgendwie, ja, vielleicht nicht machen. 93, das kann er nicht abholen, weil das noch nicht fertig ist. Das ist ja mal genial. Das wird das nächste sein, was er holt. Mhm. Sehr schöne Sache. Okay, dann müssen wir es nicht einstellen. Dann nehme ich es wieder raus. Das bringt es vielleicht bloß durcheinander, das Ganze. Okay, sehr gut. Und weiter im Text. So, ich habe die Algenform nochmal abgebaut, weil wir jetzt hier so viel drin haben. Ich brauche das dann nicht. Wir können das dann hier mit den Algenformen selber machen. Und da brauchen wir hier gar keine Lagersektion. Aber im Moment lassen wir das mal so. Der kommt ja sowieso nicht hinterher, weil das Wasser nicht passt. Ne? Da haben wir einfach im Moment gerade zu viel, beziehungsweise zu wenig und zu viele Algen. Und das wird er dann schon irgendwann nachholen. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall. Die Blumen müssen wir vielleicht irgendwann mal umstellen. Das könnten wir auch machen irgendwie, aber dazu später mehr. Und wir schauen mal, was wir noch machen können. So, jetzt werden wir als nächstes mal ein paar von den neuen Nahrungszüchtern bauen, denn wir haben ja hier immer noch die Stufe 1 und das werden wir mal ändern, weil die sind auch ein bisschen effektiver. Brauchen zwar das Doppelte an Strom, aber wir schauen einfach mal. Ich setze jetzt erstmal hier in den Gang, ups, da wo sie gut Platz haben und später schauen wir dann mal, dass wir sie noch ein bisschen umsetzen können. Und ich gucke mal, ob ich vielleicht 5 Stück nebeneinander bekomme. Schauen wir mal. Im Moment sieht das gut aus. Ja, das passt doch, glaube ich. Gut, dann machen wir die nächsten hier hin. Dann haben wir 10 neue und ich würde da gerne die Pilze brauchen wir, glaube ich, am meisten für Bioplastik im Moment. Wir können das zwar später dann anders machen, denn wir haben ja nun schon mittlerweile das Pflanzbeet, nur da fehlt es mir noch an den Bienenlarven und ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock da, mich mit den Bienenlarven da so ein bisschen abzuquälen und die einzeln vorne im Inkubator zu züchten. Da warten wir mal, bis der Honig, die Honigsammler-Einheit hier, die zweite Stufe davon, der Bienenstock 2 kommt, ne? Und dann schauen wir da mal weiter. So, jetzt brauche ich auf alle Fälle 10 von den Pilzpflanzen. Da haben wir nicht so viel, das sind 5. Ja, die sind immer ein bisschen Mangelware. Warum ausgerechnet die immer Mangelware sind, das weiß auch keiner, ne? Aber so ist es halt. So, dann pflanze ich die schon mal hier rein. Ja, da haben wir natürlich jetzt ein bisschen Strom wieder eingebüßt, aber das kommt alles wieder. So, dann würde ich nochmal hier vorne schauen, denn hier vorne haben wir ja auch noch ein bisschen Zeug in den Schränken und keiner weiß, wo wir was genau haben. Aber das kommt alles. Ja, es ist ein bisschen, ich weiß, aber da müsst ihr ein bisschen großzügig sein. So, da haben wir hier noch einen. Und dann hört es aber auch schon auf. Alles andere wird höchstwahrscheinlich in den Schränken. Jetzt muss ich mal gucken, hat man hier noch irgendwo was drin? Nee, ne? Da war auch nichts. Das ist Obsidian. Da hinten hat man nichts. Und hier haben wir auch nichts extra drin, ne? Ne, da waren höchstens ein paar Blumen nebenbei. Da ist auch nichts. Wir können noch mal hier auf die Seite gucken. Vielleicht habe ich hier noch was reingefüllt, was noch nicht registriert ist. Sieht nicht so aus. Gut, dann machen wir das anders. Dann nehme ich hier noch so ein paar von denen mit. Hm, haben wir 3. Ja, dann machen wir das so. Vielleicht brauchen wir den Kürbis noch für irgendwas, was ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Und dann sind wir da auf alle Fälle schon einen Schritt weiter wieder. Ne?
Später können wir das dann austauschen. Läuft. Sehr gut. Okay, gut, dann haben wir das auch. Und wir springen zum nächsten. So, und zum Abschluss werden wir uns jetzt nochmal um ein paar Teleporter kümmern. Das heißt, wir fangen damit ganz einfach an in den normalen Gebieten. Wir haben also ja schon im Wasserfall und in den Eisebenen und im Aluminiumgebiet. Ich würde jetzt einfach mal hier unten noch einsetzen. Auch wenn es jetzt nicht so weit ist, setzen wir trotzdem mal einen. Und das machen wir natürlich mit einer Plattform. So. Ja. Und dann können wir hier ganz in Ruhe einen draufsetzen. Denn momentan haben wir es ja ein bisschen. Und wir machen da auch Iridium daraus. So, wunderbare Sache. Dann geht es weiter zum Aluminiumgebiet. So, und auch hier setzt man natürlich eine Plattform und unseren Teleporter. Das, was im Fall der Fälle einfach ein bisschen schneller geht. Warte mal, vielleicht können wir den ein wenig drehen. Dann haben wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Platz. Und wir können ihn auch gerne mal beschriften mit Alu. Dann haben wir das. Wunderbar. Dann können wir zum nächsten springen. Und das wäre von uns aus gesehen... Nee, das ist zu weit. Das bringt leider gar nichts. Wir gehen mal hier rüber in das Urangebiet und in das Zeolithgebiet. So, und da sind wir gleich da. Und bei der Gelegenheit sei noch erwähnt, dass wir in den Eisebenen unsere Solaranlagen, die wir dort auf dem Dach hatten, deaktiviert haben. Das heißt, die habe ich zurückgebaut, in die Schränke verräumt und freigegeben zum Transport, falls wir irgendwo dementsprechend etwas brauchen. So, dann würde ich hier als nächstes jetzt einen Teleporter setzen. Machen wir vielleicht am besten hier hin. Gute Position. Und einmal darauf. Und dann können wir das gerne beschriften mit Uran. Wunderbar. Dann geht es weiter rüber zum Zeolith. Ja. Man kann das später dann nochmal ordnen, indem ihr die einfach in der Reihenfolge wieder abreißt und wieder hinstellt, wie ihr das gerne haben wollt. Eine andere Ordnung oder Anordnung ist leider im Moment nicht möglich. Das ist leider ein bisschen schade, aber ist so, ne? Kannst du nicht ändern. Wir können bei der Gelegenheit vielleicht auch mal das ein oder andere Froschei mit einsammeln. Das wäre auch eine Idee. Kriegen wir das hier oben hin? Ich prüfe mal, ob das passt. Ja, und dann können wir hier Zeolith machen. Zeolith. Wunderbar. Upsala. Dann können wir mal gucken. Das sind die normalen. Ich nehme die trotzdem mal mit, ne? Und haben wir denn noch... Zwei müssen wir noch haben. Jawohl, das passt. Dann wäre als nächstes jetzt hier dran. Das haben wir. Das hier hinten braucht man nicht unbedingt. Da haben wir auch nochmal Zeolith. Das brauche ich jetzt auch nicht. Wir können mal hier hinten schauen. Ja, wir könnten hier einsetzen. Das wäre eine Maßnahme. Und dann müssen wir mal gucken. Vielleicht noch im Obsidiangebiet, ne? So, springen wir mal rüber zur Superlegierung. Wunderbar. Und dann können wir von hier aus weiter starten. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier am Sprungtor eins hin. Das ist eine, denke ich, eine ganz schicke Position. So, und da haben wir auch was getrunken. Wunderbar. Und das ist eben auch das Schöne, wenn du irgendwo Schmetterlinge oder irgendwas machst, ne, dann sind die auch hier in der Natur gegeben. Finde ich eine super Sache. Kam mit dem Update 1.0, also mit dem Release mit rein. Finde ich es sehr gelungen, so wie sie es gemacht haben. Allgemein ist das Spiel ja wirklich top. So, dann machen wir mal Sprungtor. Passt das rein? Ja, Sprungtor. Sollte so stimmen, ne? Gut, wo gehen wir als nächstes hin? Müssen wir mal gucken. Das ist im Moment erstmal nichts. Wir hätten jetzt hier hinten noch das Obsidian. Da komme ich über den Wasserfall wahrscheinlich kürzer. Und dann hätten wir im Obsidian noch eins, ne? Dann machen wir das mal so. Wasserfall, einmal rein. Einmal rum. Und dann ist es das. Ich muss mal ganz kurz... Ne, das können wir gerade nicht. Aber das können wir drüben, wenn wir drüben sind und das Ding gesetzt haben hier. Da können wir dann nochmal gucken, ob das jetzt das alphabetisch ordnet. Ne, sah nicht so aus. Wasserfall war in der Mitte, ne? Es war ja bis jetzt immer so wie du es gesetzt hast. So hat das dann in die Reihe eingebunden. Wäre eben irgendwie cool, wenn du das anders machen könntest. Vielleicht mit einer Zahl davor. Müsste man mal probieren, ob das was bringt. Aber dann passt vielleicht auch das Ganze irgendwie nicht mehr so hin, ne? Müsste man mal gucken.
wie das so passt. Ja, das haben sie auch hier geändert, ne? Das war vorher ein bisschen anders. Aber wunderschön geworden. Ein sehr schönes Vulkanbiom. Echt toll. Ja. Und auch der hier. Ja, der produziert und produziert. Das ist richtig gut. Ja, vielleicht müssen wir beim Zeolit nochmal nachlegen auf jeden Fall. Das brauchen wir ja auch fürs Bioplastik, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber da können wir auf alle Fälle... Warte mal. Ich tue das mal hierhin bei den Extraktoren. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Als beim Schiff. Das Schiff haben wir eigentlich mehr oder weniger. Da müssen wir bloß nochmal rein. Wahrscheinlich wegen der Brennstoffzelle. Und jetzt habe ich kein Eisen mehr. Ist das dein Ernst? Warte mal. Das kriegt man anders hin. Und ich sehe hier auch, dass wir hier Elektronik haben. Die nehme ich mit. Warte mal. Ne, da oben ist weniger. Da haben wir... da haben wir mehr Schränke hier oben. Mhm. Glaube ich zumindest. Hm, na gut. Dann vielleicht doch nicht. Okay, dann setzen wir das mal um. Warum gibst du das denn nicht? Naja, ist egal. Machst du es halt so. So, das brauche ich. Das ist eigentlich egal, ne? So, das kann mal rüber. Das nehmen wir mit. Das kann hier bleiben. Tun wir das noch schnell umwandeln. Sprich, abreißen da drüben. Und dann läuft das. Jupp. So sieht's aus. Ja, und dann... kommt der hier hin. Korrekt. Und dann machen wir hier Obsidian. Obsidian haben wir. Sehr gut. Okay, und damit ist es das eigentlich. Würde bloß gerne noch die Elektronik mitnehmen. Die haben wir, glaube ich, noch nicht dabei. Doch, haben wir. Aber vielleicht haben wir noch was. Wenn wir schon die Taschen hier voll haben, dann können wir auch mit vollen Taschen zurückkehren. Da haben wir heute viel geschafft, was irgendwie Sinn gemacht hat. So, warte mal, das brauche ich alles nicht. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich mit. Das kann ich mitnehmen. Gut. Dann soll es das sein. Okay, dann Rückkehr zur Basis. Eisebene, super, Alu, Wasserfall. Ja, hier hat er nicht ganz. Hier hat er Iridium dann weiter unten hingesetzt. Alu dafür dahin, Wasserfall, ne, Uran. Ja, wie auch immer. Was auch immer er hier für eine Ordnung jetzt hat. Hm, mir soll es recht sein. Gut. Okay, gut, dann sind wir erstmal zurück. Ich schaue mal, ob wir das hier runterkriegen. Ansonsten bauen wir mal hier von dem was. Dann kriegen wir es auf alle Fälle runter. So. Sehr gut. Die kriege ich sicherlich hier mit rein. Jawohl. Die kommen hier mit hin. Methan. Hatten wir nicht irgendwas mit Methan hergestellt? Ich kann hier nochmal gucken, ob hier das was läuft irgendwie. Aber ich glaube nicht, ne? Nee. Das funktioniert nicht, dafür sind die zu weit weg. Okay, alles andere brauchen wir gerade nicht. Gut. Dann kommt das da mit rein. Sehr schön. Okay. Und alles andere machen wir jetzt hier rein. Das ist sehr gut. Okay. Gut, dann haben wir das.
Wie sieht es denn jetzt hier aus mit den Ressourcen noch oder mit den Sachen, die wir noch so haben? Das Jetpack 3 haben wir, den Rucksack haben wir gemacht. Hat man den gemacht? Ne, den hat man nicht gemacht. Warum? Weil wir das nicht hatten, ne? Warte mal, das prüfen wir nochmal. Wir haben den 5er. Den machen wir auf alle Fälle noch. Und das war schon das 4er? Das war auf der anderen Seite. Das war schon das 4er, ne? Mehr ist nicht. Gut. Dann brauchten wir, glaube ich, so eins. Wir brauchten ein Elektronik. Wir brauchten den Rucksack. Und was braucht man noch? Müssen wir nochmal kurz gucken. Ein Obsidian war es. Als hätte ich es geahnt. Jupp. Also ich finde das wunderbar. Kaum nimmst du das raus, hörst du die Drohne eigentlich schon sich auf den Weg machen, ne? Da ist er. Die haben wir auch gehört. Wer genau hinhört, hört das. Und jetzt hol die ein Obsidian da hinten, ne? Aber ist okay. So soll es ja sein. Gut, dann haben wir den nächsten Rucksack. Und haben jetzt mehr Zuladung. Ganz feine Sache ist das. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Aber okay. Inventar ist voll. Dann machen wir das so. Dann kommt der. Der, der. Dann kommen die Sachen. Dann bauen, abreißen, Leuchte. Machen wir es so, ne? Hibi, genau. Gut, dann haben wir das. Ich denke, da sind wir soweit durch und dann springen wir in die nächste Folge. Die machen wir dann wieder vielleicht normal. Aber ich denke, wir haben heute viele Kleinigkeiten gemacht, die sonst, bei mir stehen 90 Minuten auf der Uhr, was das jetzt gedauert hat. So kann man es auch ein bisschen einkürzen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute noch in der zweiten Folge. Zum Sonntag mache ich noch eine zweite. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.